Was popping, people? Was geht? Willkommen zu einem neuen Vlog auf meinem Kanal. It's the one and only Wesley Thompson. Und ich bin gerade auf dem Weg in die Stadt, weil ich treffe jetzt mit Jeff. Und eigentlich hatte ich gar nicht vor, diese Woche irgendwo unter Menschen zu gehen, weil ich immer noch nicht erholt bin von Frankfurt, weil ich so viel unter Menschen war. Aber ich muss konstant bleiben mit Content. Deswegen werde ich heute unter Menschen rein, denn der Bruder von Jeff hat heute eine Filmpremiere von seinem zweiten Kinofilm, der im deutschen Kinos ausgestrahlt wird, und den gucken wir jetzt alle gemeinsam an. Ich denke mal, ich werde ein paar Leute treffen, die ich schon länger nicht mehr gesehen habe. Und ihr wisst doch, egal wo ich hingehe, ich nehme euch mit. Ich habe schon das Gefühl, dass dieser Satz schon mittlerweile zu dem Intro meiner Videos gehört, weil ich sage es jedes Mal, dass egal wo ich hingehe, ich euch mitnehme, aber es ist halt wirklich so. Außer wenn ich halt kacken gehe. Aber wie gesagt, ich mache mich jetzt auf den Weg. Falls euch dieser Vlog gefallen hat, lasst generell einfach einen Like da, kommentiert einfach mal Hasenfutter, einfach nur für den Algorithmus, seid korrekt, einfach für den Algorithmus, ich wurde gerade erwischt, dass ich vlogge, für den Algorithmus einfach mal, und ja, und dafür, dass ich mich unter Menschen mische, obwohl meine Social Battery noch gar nicht leer ist, voll ist, aufgeladen ist, ich bin gerade so lost, ja. Jeff hat auch keinen Bock, in meinem Vlog zu sein heute, weil er Mr. Anti-Social Media ist. Aber ihr kennt mich. Meiner Kamera, dieser Kamera, entkommt niemand. Wenn ich entscheide, dass ich mit dir rausgehe und ich vlogge, kommst du meine Kamera und hast du keine andere Wahl drüber. Deswegen, ich mache mich jetzt auf den Weg. Das ist mein Outfit, all black. Ihr kennt das Spiel. Auf lockere Vibes, weil es nur Kino ist, ich meine. Nothing special. Deswegen, wir sehen uns gleich. Peace out. Leute, ich muss sagen, zum ersten Mal muss ich Düsseldorf ein Kompliment geben. So mit Sonnenuntergang sieht es hier echt schön aus, wenn ich ehrlich bin, ja? Also so die optische Täuschung, die es hier gibt, ist krass, weil du kommst hier rein und denkst, boah, guck mal, wie schön Düsseldorf ist. Und ich sag euch ehrlich, das ist hier die helle Trash. Die Leute sind langweilig, hier gibt es nichts zu machen. Das ist hier der Ass, wenn ich ehrlich sein soll. Deswegen, guckt es so. So mit dem Sonnenuntergang, mies schön, aber sonst helle Cap. Also Leute, ich bin jetzt im Kino. Das ist der Film, den wir jetzt angucken werden. Das ist von Jeff, seinem Bruder, Eugene. Ich habe mich schon mal von dem Film angeguckt. Also wirklich ein sehr guter Schauspieler. Ist halt deutsche Produktion, aber deswegen wird es eher in kleinen Kinos gezeigt. Aber ich bin wirklich gespannt, wie der Film sein wird. Jeff meint, er ist wirklich sehr gut und die Geschichte lässt sich voll gut nachvollziehen. Also für Leute, afrikanischer Wurzeln, die das halt so nachempfunden haben. Ich bin wirklich gespannt, wie das Ganze sein wird. Ja, ich würde sagen, Eugene kommt gleich auch, also er kommt selber auch, soll er kommen zumindest. Und dann werden wir seine Meinung dazu hören, wie die Erfahrung war mit dem Film. Ich bin mal gespannt und ja, aber das Kino sieht ganz süß aus, wenn ich ehrlich bin. Also ich war noch nie in so einem kleinen Kino, ich war immer nur in so großen, aber sieht echt nice aus. So, hier, der Bruder ist auch da. Mal sehen, let's go. Mach ganz normal. Okay. Also Leute. Der Mann, der sich nicht zu dem Vlog auftauchen wollte, ist jetzt trotzdem im Bild. Also, willst du kurz was sagen? Du bist auf Social Media. Hey. Digga, warum verhalten sich alle meine Freunde immer awkward in meinen Vlogs? Ich bin nicht für Social Media gemacht. Ich dachte, es kommen diese Fragen, so ein Fun Fact über dich oder keine Ahnung. Bruder, die Leute kennen dich schon. Du brauchst dich nicht mehr vorstellen. Okay, was soll ich denn sagen? Was wollt ihr hören? Ich bin heute im Kino. Ja? Schauen den Film Bogger. Ist ein deutsch-ghanaischer Film. Mhm. Geht in die Kinos, Leute. Heute ist die Premiere, 28.10. Und guckt euch den Film an. Ich bin gespannt, wie der sein wird. Jeff meint, der ist cool, der hat ihn jetzt schon zweimal gesehen. Wir werden sehen. Also ich gehe davon aus, ich kann auf Jeff vertrauen. Und ja, also, wir sehen uns später. Heute der Premiere von Borga. Und ich muss dazu sagen, es ist heute das erste Mal seit mindestens 5 Wochen, dass ich spontan entschieden habe, den Bond mal im kleinen Saal laufen zu lassen. Ehre! Ehre, Mann! Damn! Das ist nicht alles Kiefernwasser, wir haben unsere Kiefernwasser. Wir sind Integration, haben wir schon hinter uns. Das ist vor 30 Jahren gewesen. Wir sind damit durch. Hier geht es, und ich finde, worauf ich wirklich stolz bin, ist, wir haben es geschafft, einen Film zu erzählen oder einen Film zu machen, wo ich glaube, alle Menschen, die hier drin sind und so viele weitere Menschen aus den verschiedensten Kulturen,
Sie können sich mit dieser Figur identifizieren. Und das haben wir in Deutschland noch nie gehabt. So, und warum ist das so? Weil wir alle diese Sehnsüchte kennen, diese Sehnsucht nach Anerkennung in der eigenen Familie. Wir kennen alle dieses Ding, dass wir auch eine Art Wohlstand erreichen wollen für unsere Familie. Wir kennen alle den Wunsch, den Traum, dass man will, dass es der eigenen Familie gut geht. Und wir kennen alle das Gefühl, wenn wir uns ungerecht behandelt fühlen, dass wir da was dagegen tun wollen. So. Vor allem die so einen älteren Bruder oder eine ältere Schwester haben und die dann der Meinung sind, ich kriege gerade weniger Aufmerksamkeit als mein Bruder oder meine Schwester. Melan, was sagst du, wie war der Film? Ey, unnormal. Ich muss sagen, ich habe Collins gesehen, ich habe Wesley Thompson gesehen. Und darum geht's nicht. Henry, was sagst du, wie war der Film? Bester Film, wirklich. Also empfehlenswert. Put that shit down. Empfehlenswert. Also Leute, geht ihn auf jeden Fall schauen. Ne? Die ganze Jeff, Woche läuft die Familie. Du darfst auch deine Masken runternehmen. Was soll ich sagen, Leute? Ich habe ihn schon viermal gesehen. Geht rein, geht den Film gucken. Metropol in Düsseldorf. Check den ab, den Film. Krank. Nadja, was sagst du? Der war wirklich gut. Kann ich nur empfehlen. Okay. Also Leute, jetzt auch nochmal mein Wort. Ich fand den Film wirklich gut. Ich hatte keine Ahnung, was mich erwartet. Und dafür doppelt so gut. Ich sag euch ehrlich, wenn ihr die Zeit habt, wenn er bei euch in der Nähe läuft, guckt ihn euch an. Es ist wirklich wert. Und es gibt so viele Nachrichten, die man sieht, da müsst ihr den genau gucken, dass euch viele Messages nicht entgehen. Also, wenn ihr Zeit habt, guckt ihn euch an. Also Leute, ich bin jetzt mit dem Man of the Hour. Wir wollen mal ein paar Eindrücke von ihm hören. Also Jutta, wie geht's dir erstmal in deiner eigenen Stadt, deine eigene Premiere zu haben? Ich weiß nicht, wie laut es gerade ist, aber ich hoffe, man hört dich. Wie geht es mir? Ich weiß nicht, wie es mir geht. Das ist alles einfach zu viel. Das ist einfach viel, alles, ne? Also vor allem der erste Moment jetzt gerade, wo ja, das ist Familie, krass. Freunde. Freunde, das ist so heftig. Ich komme ins Kino rein, sehe die Menschen klatschen, schreien. Erstmal zur eigenen Premiere natürlich noch, dass ich zu spät komme. Nein, komm. Ich kam nicht zu spät. Es war alles verabredet, weil ich noch Interviews hatte. Ah, okay. Ja, deswegen, du bist halt gefragt. Das ist auch richtig. Aber ja, es ist krass. Aber ich muss sagen, der Film ist dir wirklich sehr gut gelungen. Also wirklich sehr, sehr gut. Es war wahrscheinlich, ich gucke sehr wenige Filme und ich muss sagen, das war schon einer mit der besseren Filme, die ich gesehen habe. Also ich finde den wirklich sehr nice. Natürlich macht es noch besser, das tut Dinge später, wenn man dich kennt. Und ihr müsst überlegen, Leute, ich bin groß geworden mit dem Mann und jetzt ihn dann auf einer großen Bildschirm zu sehen, ist natürlich nochmal mehr Motivation. Ich finde es sehr nice, aber sehr cool. Und eine Sache noch, ich ziehe zu dir nach Berlin. What? Ja. Was machst du in Berlin? In Berlin. Oder den nächsten Schritt machen. Mami. Ja, Mami, schön. Ja. Und ja, deswegen, dann werden wir uns wahrscheinlich, wenn du da bist, öfter sehen. Ja, ja, ja. Aber ansonsten, Leute, willst du noch was sagen? Dare to dream. Ja. Mehr gibt es nicht zu sagen. Also Leute, wenn ihr Zeit habt, guckt euch den Film auf jeden Fall an. Es ist ein wirklich sehr tiefgründiger Film, der sich lohnt angeguckt zu werden. Nehmt euch die Zeit dafür und ja, das war's von meiner Seite aus. Guten Morgen, Leute. Das ist eigentlich schon das Outro des Videos. Ich habe es gestern Abend nicht mehr geschafft, weil es relativ viel wurde. Ich war noch schnell was essen und musste dann noch direkt in meinen Stream rein, weil ich sehr verspätet war. Was ich nur sagen will, ist, guckt euch diesen Film auf jeden Fall an. Ich habe heute mal so ein bisschen Revue darüber passieren lassen, was alles in dem Film passiert und welche Thematiken da angesprochen worden sind. Und es ist ein wirklich sehr nicer Film. Also es ist wirklich den Darstellern sehr gut gelungen, das Ganze sehr transparent rüberzubringen. Also man kann sehr viele gleiche Linien sehen. Deswegen, wenn ihr die Zeit habt, guckt auf jeden Fall mal den Film. Link ist in der Bio. Falls ihr aus Düsseldorf kommt, gibt es ein Kino hier, das Metropol. Ist im Bild, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ich werde den Link in die Bio packen. Da könnt ihr einfach mal draufklicken und euch den Film gerne angucken gehen. Ja, und ein riesen Shoutout an Yuji, muss ich sagen. Dadurch, was er auf die Beine gestellt hat, weil er war so der Erste, der wirklich dieses große Ding angepeilt hat, noch durchgezogen hat von uns in unserem Kreis. Und ja, ich denke mal, er hat auch für viele da nochmal eine Tür geöffnet. Und deswegen dicke Props sowieso von meiner Seite aus. Ich sehe das als sehr viel Inspiration und Motivation mehr zu machen, weil es ist sehr schön zu sehen, dass schwarze Künstler oder schwarze Schauspieler in der Hinsicht dann auch was reißen und es ins deutsche Kino schaffen. Ob jetzt große Leinwand, kleine Leinwand, spielt da keine große Rolle, erstmal überhaupt diesen Platz zu schaffen. Deswegen Leute,
bei Gelegenheit wirklich, es ist wirklich sehr, wäre wirklich sehr cool, wenn sich der ein oder andere den Film angucken würde. Ich würde es feiern. Und ansonsten hoffe ich, dass dieser Vlog euch gefallen hat. Wenn ja, lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal und teilt das Video mit 3 Freunden, damit ihr einfach generell ein bisschen Eindruck von diesem Vlog bekommt. Und wie gesagt, schreibt einfach mal in den Algorithmus Hasenfutter einfach nur für, schreibt in den Algorithmus, schreibt in den Kommentare einfach Hasenfutter für den Algorithmus und dann würde ich sagen, das war's von mir. Peace out. With damn shit like we been lit. Face down, ass up, bitches. Whoa. Backdrop smoking on the bomb, this weed.